Zunächst mal ein bisschen ein kleiner Rückblick, der deutlich macht, wo vielleicht auch die Probleme liegen, die wir heute haben, Theologie, Naturphilosophie, Ästhetik, Naturwissenschaft, Ökologie zusammenzukriegen. Ganz kurz einfach ein kurzer Abstecher in Antike und Mittelalter, in der Naturforschung, Ethik und Religion und Ästhetik untrennbar miteinander verbunden waren. Und zwar war das möglich aufgrund von zwei Prämissen. Zum einen ging man von Platon bis zu Cusanus im 15. Jahrhundert davon aus, dass aus dem schieren Nichts nicht etwas und schon gar nicht so etwas Komplexes und hochgradig Strukturiertes wie der Kosmos entstehen kann. Das heißt, es muss eine, so war der Schluss dann, den menschlichen Bereich übersteigende, planvoll wirkende Vernunft geben oder eine Gottheit oder göttliche Vernunft geben. Denn die menschliche Vernunft, so hat es dann auch noch Albert Einstein formuliert im 20. Jahrhundert, sei niemals in der Lage, die Ordnung des Kosmos in der Form zu erzeugen, sondern das kann nur eine die endliche Vernunft weit übersteigende göttliche Vernunft. Anders als die menschliche musste diese alles, was möglich war, sozusagen gleichzeitig präsent haben, um es, wie es im Buch Weisheit heißt, nach Maß, Zahl und Gewicht zu ordnen. Das heißt, diese Ordnung selbst sollte ewig und unwandelbar sein. Und außerdem genügte es nicht, nur diese Ordnung zu erzeugen, sondern es musste auch das Sein der Dinge erzeugt werden. Gottheit erschien daher nicht als eine bewirkende Ursache, die jetzt wie ein Techniker schon vorhandenes Material einfach arrangiert, sondern als schöpferische Dynamik, die eben kreativ sozusagen das Ganze erst hervorbringt. In der Natur, so war deshalb der Schluss, spiegelt sich daher überall das schöpferische Wirken der göttlichen Seinsfülle. Die Natur war nicht nur eine Ansammlung sichtbarer Formen, die irgendwie durch äußerliche Kräfte zu beschreiben war, sondern sie war sozusagen der Ausdruck einer schöpferischen, gestaltverleihenden Kraft. Und diese Kraft erzeugte die Vielfalt sichtbarer Formen, die wir gemeinhin als Natur bezeichnen und die heute Gegenstand der empirischen Wissenschaften ist. Natur, so schrieb noch Spinoza im 17. Jahrhundert, ist wesentlich Natura naturans, also schöpferische Natur. Sie gleicht deshalb keiner Maschine, die man in Einzelteile zerlegen kann, sondern einem Organismus, in dem die einzelnen Teile untrennbar miteinander verbunden sind. Dadurch hat jedes Lebewesen auf seine Weise Anteil an der schöpferischen Dynamik des Urgrundes. Und nur dadurch war es lebendig und fähig, sich auch aus eigenem Antrieb und gemäß seinem Wesen zu entwickeln. Und diese Zusammenstimmung der verschiedenen Komponenten wurde dann als Harmonie empfunden, also als etwas, was eben auch schön war. Insofern kann man sagen, Natur galt als schön, weil sie an Struktur und Gestalt objektiv teilhat. Sie ist also nicht nur schön, weil sie der betrachtende Mensch so sehen will. Die zweite Voraussetzung für diese Weltsicht war, dass das systematische Experiment und damit die technische Vermittlung noch nicht als Methode der Naturforschung etabliert war. Sondern Naturforschung vollzog sich in einer überwiegend kontemplativen, betrachtenden Einstellung. Im Ergründen dessen, was, mit Goethe gesprochen, die Welt im Innersten zusammenhält, vollzog sich für den Menschen deshalb immer auch eine Bildung des Charakters und damit ethische Haltungen. Die Vertiefung in die Ordnung der Natur erweckte im Menschen das Wissen um seine eigene Eingebundenheit in das All wieder. Er lernte, sich im rechten Verhältnissen zu den sein eigenes Leben weit übersteigenden Dimensionen zu sehen. Er begriff die Grenzen der Technik und damit auch dessen, was er selbst machen konnte. Dadurch rief die Naturbetrachtung ethisch bedeutsame Haltungen wie Demut, Freigebigkeit, Selbstgenügsamkeit, Bescheidenheit und Gerechtigkeitssinn hervor. So formuliert zum Beispiel der Neuplatoniker Simplicius etwa um 540 nach Christus in einem Kommentar zur Physik des Aristoteles: Kommt man nicht so durch die Naturwissenschaft zu der kühnen Erkenntnis, dass wir als lebende Wesen
ein unmerklicher Teil des Universums sind und dass die Spanne unseres Lebens nichts ist, verglichen mit der Dauer des Universums, und dass alles Erschaffene notwendig in Vernichtung enden muss, die eine Auflösung ist in die Elemente und eine Rückkehr der Teile in ihre Ganzheiten, eine Verjüngung des Gealterten und eine Wiederherstellung des Verbrauchten. Es ist offenkundig, dass die Naturwissenschaft es vermag, Verstehen zu erzeugen, das viel Verwandtes mit dem intuitiven Erkenntnisvermögen der Seele aufweist. Sie macht die Menschen großmütig und nobel. Sie macht die Menschen frei, weil sie sie dazu bringt, sich mit wenigem zu begnügen, mit anderen gern zu teilen, was sie besitzen, und nicht auf die Gaben anderer angewiesen zu sein. Ihr höchstes Gut aber ist, dass sie der beste Weg ist zur Erkenntnis des spirituellen Seins und zur Betrachtung der göttlichen Formen. Das heißt sozusagen, indem der Betrachter der Natur in der Natur eine höhere Vernunft wirken sah, konnte er sich selbst als Vernunftwesen einerseits zugleich als Teil der Natur sehen. Er fühlte sich in ihr beheimatet. Auf der anderen Seite war die Natur gleichzeitig sozusagen eine Spur zu Gott, ein Fußstapfe, der sozusagen eine Hinführung zu Gott gleichzeitig auch war. Im Unterschied zur antiken und mittelalterlichen Naturbetrachtung beruht die moderne Naturwissenschaft, genauso wie die Philosophie nach Kant, auf der Trennung von Religion, Ethik, Ästhetik und Naturerklärung. Das beruht zum einen darauf, weil die Naturwissenschaft Zweckursachen aus der Natur ausgeschlossen hat und bestrebt ist oder war vor allen Dingen auch zur Zeit der klassischen Mechanik, bald nach Descartes, alle Prozesse kausalmechanisch zu erklären und bestenfalls, modern gesprochen, bei biologischen Prozessen noch funktionale Ursachen durch Prozesse der Rückkopplung und Selbstorganisation gelten zu lassen. Ein Stein, der einen Abhang hinunterrollt, bewegt sich nicht, wie bei Aristoteles, zielgeleitet zu einem natürlichen Ort, sondern wird aufgrund kausalmechanisch wirkender Kräfte bewegt und würde sich geradlinig gleichförmig weiter bewegen, wenn er nicht durch Reibungswiderstände oder andere Kräfte abgebremst oder beschleunigt würde. Außerdem ist für die moderne Naturwissenschaft die auf empirischen Messverfahren aufbauende Methode entscheidend, die sowohl ihre Stärke wie auch ihre Grenzen beinhaltet. Systematische Experimente sollten reproduzierbar sein, um idealerweise von jedermann überprüfbar zu sein. Und dazu ist auf jeden Fall eine technische Vermittlung die Voraussetzung. Insofern hängt der Fortschritt der Naturwissenschaft auch von der Entwicklung immer besserer Technologien ab. Dabei verlängern die Experimente nicht nur die Sinneserkenntnis, sondern transformieren sie in charakteristischer Weise. Qualitäten werden in Quantitäten überführt. Nicht die Farbe Gelb, so hat der Physiker Erwin Schrödinger sehr schön formuliert, in ihrer eigentümlichen Qualität und ihrer symbolischen Bedeutung, sondern nur die Wellenlänge ist messbar. Insofern stützen sich naturwissenschaftliche, insbesondere physikalische Theorien, auf systematisch durchgeführte Experimente, bei denen dann empirische Daten gewonnen werden, die dann natürlich auch theoretisch interpretiert werden. Ausgeschlossen werden methodisch dadurch der Bezug auf das wahrnehmende Individuum und damit unabhängig und damit sozusagen auf alles, was auf dieses Individuum Bezug hat, Sinneswahrnehmungen, Gefühle, Intentionen, Bedeutungen und Werte. Insofern erklären die empirischen Wissenschaften die Welt, und das heißt auch lebende Wesen eingeschlossen, nur unter der Perspektive des außenstehenden Beobachters, der sogenannten dritten Person. Nur dann gelten sie als objektiv wahr und intersubjektiv verbindlich. Damit verändert sich aber das Verhältnis des Seins zum Sollen und mit ihm das der Menschen zur Natur und der Natur zu Gott fundamental. Denn aus dem rein naturgesetzlich bestimmten Sein der Natur lassen sich jetzt keine ethischen Werte und schon gar kein übergreifender Sinn des Universums mehr ableiten. Werte und Ziele
beruhen fortan nur auf Setzungen des menschlichen Geistes, auf Konsens, Tradition oder Gewohnheit, mithin auf sozialer Konstruktion. Dadurch steht der menschliche Geist mit seinen Zielen und Werten und seiner Suche nach Sinn einer scheinbar zwecklosen, rein kausal zu erklärenden Natur gegenüber. Das erkennende Subjekt steht dem erkennbaren Objekt ohne jede innere Beziehung gegenüber. Insofern fühlt sich sozusagen der Mensch in diese Natur hineingeworfen. Das ist etwas, was vor allen Dingen die Existenzphilosophie des 20. Jahrhunderts nach Nietzsche thematisiert hat, wobei der Erste, der es problematisiert hat, Pascal war, der sagte, der Mensch sei wie ein Schilfrohr, das von den Kräften des Windes in jedem Augenblick abgeknickt werden könne. Seine Tragik bestünde jedoch darin, dass er als denkendes Wesen um seine Ohnmacht wisse. Zwar kann ein Mensch noch immer sein Herz voller Sehnsucht Gott zuwenden, doch in der Welt ist die Spur Gottes erloschen. Nichts in ihr verweist mehr über diese hinaus auf den sie tragenden Grund. Gott selbst hat sich verborgen und entfällt auch noch der Bezug zur Transzendenz, ist wie Nietzsche glaubte, Gott tot, dann gibt es auch keine Möglichkeit mehr, universal gültige Werte zu begründen. Insofern erscheint dann das menschliche Leben nur noch als das zufällige Produkt einer langen Folge von Ursachen und Wirkungen. Hätte ein geringfügiges Ereignis nicht stattgefunden, gäbe es den Menschen als Gattungswesen und überdies diesen besonderen Menschen nicht. Insofern schwebt die menschliche Existenz buchstäblich über dem Abgrund des Nichts. Seither bewegen sich die meisten modernen Theorien vom Menschen wie zwischen Scylla und Charybdis. Entweder halten sie an einem unüberbrückbaren Dualismus von geistigen und körperlichen Funktionen fest, oder sie versuchen, die menschliche Innenwelt kausal aus neurophysiologischen und genetischen Prozessen abzuleiten. Würde das stimmen, dann wäre auch das Bewusstsein, ein eigenes Ich zu sein, eine reine Illusion, die das Gehirn zur besseren Sortierung der Daten erzeugt. Die Fremdheit des Menschen in seinem eigenen Körper und in der Ordnung der Natur ist somit ungleich radikaler, als es vor dem Hintergrund religiös motivierter Weltverachtung jemals war. In ihr diagnostiziert der Philosoph Hans Jonas jedoch nicht nur ein unzulässig verkürztes Selbstverständnis des Menschen und der Natur, sondern auch die Ursache des modernen Werterelativismus und Nihilismus, das heißt der Überzeugung, dass nur der Mensch durch seine eigenen Pläne und Entwürfe seinem Dasein für eine kurze Zeit einen begrenzten Sinn verleihen kann. Insofern hängen Werterelativismus und Nihilismus auch mit dem Verständnis der Natur zusammen und lassen sich nicht ohne dessen Korrektur beheben. Und damit komme ich zu dem dritten Teil, der jetzt eigentlich auch im Zentrum unseres Seminars hier steht. Die Frage ist, ist das Physische wirklich vollständig physikalisierbar? Kann man also letztlich alle physischen Erscheinungen mehr oder weniger runterbrechen auf das, was mit im Rahmen der physikalischen Methode, jetzt die moderne Physik eingeschlossen, erklärbar ist. Und dabei möchte ich mich jetzt im Folgenden den Ansätzen oder einigen der Ansätze zuwenden, die zu einem anderen Verständnis der Natur führen. Auch, weil sie eine andere erkenntnistheoretische Einstellung, also in gewisser Weise eine andere Methode, voraussetzen. Und diese Einstellung beruht jetzt nicht auf der Gegenüberstellung von erkennendem Subjekt und erkennbarem Objekt, sondern auf einer physopsychischen Partizipation, also auf der Teilhabe des Subjekts am dem, was sozusagen jetzt beobachtet wird, also dem, was man auch jetzt Objekt oder eben die Natur nennen kann. Ein Ausgangspunkt, den wir heute Abend noch etwas deutlicher besprechen werden, sind die Bilder von Ansel Adams. Dabei handelt es sich um Bilder einer von Menschen
nicht gestalteten Landschaft, also nicht einer Kulturlandschaft, sondern um Bilder von einer von Menschen zumindest über lange Zeit weitgehend unveränderten Natur. Dank der Nationalparkidee, die erstmals in Yellowstone in den USA 1872 verwirklicht wurde und die, wie am Nordeingang des Parks zu lesen ist, die beste Idee ist, die Amerika je hatte, gibt es zumindest noch einige Gegenden in der Welt, in der man sich der unberührten, wilden Natur selbst aussetzen kann. Sie haben vielleicht gelesen, dass auch in Deutschland eigentlich zumindest 2% der Natur wieder Wildnis werden sollten. Wir haben im engen Sinne, selbst im Nationalpark Bayerischer Wald, im strengen Sinne keine wilde Natur mehr, weil da ja über lange Zeit auch Wirtschaftswälder angelegt worden sind, die berühmten Fichtenwälder, die dann vom Borkenkäfer dezimiert worden sind und wo sich erst jetzt allmählich sozusagen diese Dynamik der Natur wieder durchsetzt. Das ist unser ältester Wald und größter Waldnationalpark, den wir in Deutschland haben. Und weil da auch nur begrenzte wilde Tiere zugelassen sind, weil wir in Deutschland auf kleinräumigem Gebiet leben, einfach noch nicht bereit sind, bestimmte große Tiere wieder zuzulassen. Sie alle kennen das Drama um den Braunbär Bruno, der es gewagt hat, von Österreich nach Deutschland zu migrieren, aber es sind eben nicht alle Migranten willkommen. Und der als Erster die Erfahrung gemacht hat, dass er dann mit viel Aufwand, finanziellem Aufwand schließlich erschossen wurde. Die Wölfe, die sich wieder zurücktrauen, werden geduldet, aber man macht kein großes Aufsehen rum, dass immer wieder Wölfe gesichtet werden. Auch ein paar Elche kommen aus Tschechien wieder zurück, aber es ist doch noch sehr eingeschränkt. Da der Kontrast zu einer gewohnten Umwelt heute viel größer ist als in Antike und Mittelalter, man muss sich das immer klar machen, dass damals die Wildnis das Normale war und die Kulturlandschaft Enklaven waren, die sozusagen sich auch wirklich vor der Wildnis dann schützen mussten, eignen sich diese Beobachtungen in besonderem Maße dazu, auch ein rein naturwissenschaftliches Konzept in Frage zu stellen und die anderen beiden Dimensionen, die ästhetische und ethisch-spirituelle, wieder in den Blick zu rücken. Dabei handelt es sich nicht um rein theoretische Reflexionen, sondern, wenn auch in anderer Weise als in den Naturwissenschaften, um konkrete und von sehr vielen Menschen nachvollziehbare Beobachtungen. Insofern sind Nationalparks, in dem Fall vor allen Dingen in den USA, aber auch woanders, es gibt weit über 2000 weltweit mit unterschiedlichen Schwerpunkten, eine Art Experimentierfeld, in dem modellhaft ein anderes Verhältnis von Mensch und Natur erprobt werden kann. Und diese zielt auf eine neue Synthese naturwissenschaftlicher, vor allem biologischer, geologischer und ökologischer Analysen mit ästhetischen Erfahrungen, ethischen Urteilen und sogar spirituellen Dimensionen. Dass dieses Bemühen bis heute leitend ist, verdankt sich dem glücklichen Umstand, dass schon die ersten sogenannten Naturalisten, das ist jetzt nicht im philosophischen, erkenntnistheoretischen Sinne gemeint, sondern gemeint sind in dem Fall Naturschützer, mehrere Fähigkeiten in sich vereint haben. Anders etwa als bei Hölderlin und auch noch bei Novalis, verband sich insbesondere bei John Muir, einem der prägenden Gestalten dieser Bewegung, die Begeisterung für die Schönheit der Natur und ihre spirituelle Dimension mit der Begabung zu detaillierten, empirischen Betrachtungen. Ihm verdanken sich nicht nur sorgfältige Studien über die Lebensformen von Pflanzen und Tieren, sondern auch die damals noch heftig bestrittene Erkenntnis, dass die Geologie der Sierra Nevada in Kalifornien wesentlich von Gletschern geformt wurde. Da sind die Gletscher schon lange abgetaut, und von da ist das nicht mehr so offensichtlich, wie jetzt, wenn man durch die Schweizer Alpen wandert. Das Bewusstsein, dass man zumindest gewisse Areale der Natur vor den Zugriffen der Menschen schützen muss, wurde zudem nicht allein durch die Schrecken über die rasant fortschreitende Ausbeutung der Natur geweckt, dadurch auch, weil man auch damals schon versucht hat, Gold und Silber und andere Ressourcen auszuplündern, Wälder abzuholzen, sondern vor allem auch durch die Erfahrung ihrer einzigartigen und verletzlichen Ästhetik.
Diese Ästhetik wurde als Bereicherung, als qualitative Bereicherung des menschlichen Lebens begriffen, als ein Moment eben von Lebensqualität. Sie für das Wohlergehen und zur Freude der Menschen zu erhalten, wie es am Roosevelt-Bogen am Nordeingang von Yellowstone heißt, wurde daher zu einem tragenden Leitmotiv. Maler wie Thomas Moraine, dessen Gemälde unter anderem in der Washington Art Gallery zu bewundern sind, dokumentierten die Schönheit von Yellowstone und warben damit öffentlich für den Naturschutz. Auch Ansel Adams, der in den 1930er Jahren mit dazu beitrug, dass die Fotografie als Kunst anerkannt wurde, lenkte den Blick auf die einzigartige Ästhetik der Natur. Seine Stärke lag darin, wie wir heute Abend dann noch sehen werden, die Strukturen einer Landschaft, eines Felsens oder von Bäumen sichtbar zu machen. Gleichzeitig waren Muir und Adams auch begabte Schriftsteller, die ihre Gedanken in Zeitschriften und Büchern publizierten. Und dennoch waren Moraine, Muir und Adams keine Schreibtischgelehrten. Ihre Werke verdanken sich ihrem eigenen Erleben der wilden Natur. Dass auch die spirituelle Dimension der Natur einbezogen wird, verdankt sich zwei unterschiedlichen Quellen, die in diesem Fall konvergieren. Der amerikanischen transzendentalen Philosophie, wie sie durch Ralph Waldo Emerson und Henry David Thoreau repräsentiert wurde, und der seit der Mitte des letzten Jahrhunderts beginnenden Integration indianischer Traditionen. Schließlich sollte man auch die Weitsicht einiger Politiker, etwa von Präsident Theodore Roosevelt, nicht vergessen, die in enger Kooperation mit den Naturalisten entschieden, große Gebiete zum Nationalpark zu erheben und damit zumindest weitgehend vor ökonomischer Nutzung zu schützen. Wichtig war dabei auch, dass man sich nicht am Vorbild der europäischen Alpen orientierte, um die Natur durch Hütten und Seilbahnen möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, sondern zumindest Teile der Natur sollten wild bleiben, sodass sich die Menschen ihrerseits in sie einfügen mussten, wenn sie sie erkunden wollten. Wenn man heute in den USA reist, hat auch Clinton noch wieder große Gebiete zum Nationalpark oder der Vorstufe zum National Monument ernannt, merkt man, dass da eine Verschiebung stattfindet, dass heute das Forschungsinteresse stärker betont wird als in dieser Zeit. Das heißt, der Gedanke, dass wir diese wilden Gebiete auch brauchen, um zum Beispiel evolutionäre Prozesse beobachten zu können oder eben auch um die Vernetzung der Natur beobachten zu können und so weiter. Das heißt, da ist ein neuer Akzent dazugekommen, der in den ersten 60, 70, 80 Jahren noch nicht im Vordergrund stand. Aber es ist nach wie vor auch ein Tauziehen, das kommt ja auch hier manchmal in den Medien an, wie weit man, wenn da jetzt wichtige Ressourcen gefunden werden, man dann trotzdem gegen dieses Prinzip des Naturschutzes um ihre Selbstwillen verstößt und nach Erdöl gräbt oder nach anderen Ressourcen oder wie weit man die Natur trotzdem weiterhin schützt. Die erkenntnistheoretische Voraussetzung ist jetzt in diesem Fall, dass der Mensch die Natur nicht nur als eben gegenüberstehendes Objekt der Erkenntnis hat und sie nicht nur als sozusagen für seine Interessen und sein Handeln erlebt, sondern dass Menschen in die Natur einbezogen sind. Und das unter mehreren Perspektiven. Unter ökologischer Perspektive gilt es, die Komplexität eines Ökosystems so weit wie möglich zu erhalten oder wiederherzustellen. Und das heißt eben auch, dass nicht nur Pflanzen und Tiere, die Menschen gefallen oder als harmlos erscheinen, ein Lebensraum garantiert wird, sondern allen Arten, die dahin gehören. Schon in den 1970er Jahren mussten in Yellowstone deshalb die Grizzlies wieder zu ihrer ursprünglichen Lebensweise zurückkehren. Die Pumas wurden nicht mehr erschossen, Sie merken, man hat auch hier gravierende Fehler gemacht. Und 1995 wurden die bereits ausgerotteten Wölfe aus Kanada wieder eingeführt. Vielfältige Beobachtungen zeigen heute, wie sich ein Ökosystem verändert, wenn nur eine Spezies aus diesem Netzwerk verschwindet oder auch neu hinzukommt. Ein Beispiel dafür sind, dass die wiedereingeführten Wölfe die Küstenlinien der Flüsse verändern. Wie denkt man sich, ist das möglich?
Das geschieht auf indirekte Weise, indem die Tiere, Vivapitis, die die jungen Triebe von kleinen Bäumen an den offenen Flussufern abgebissen haben, sich aufgrund der Wölfe wieder mehr in geschützte Wälder und Buschland zurückziehen. Dadurch können die zuvor von ihnen abgefressenen Sträucher und Bäume sich wieder regenerieren. Ein anderes Beispiel ist, dass Angler im Yellowstone Lake Riesenforellen freigesetzt haben, um ihrer Leidenschaft zu frönen. Diese Fische vernichteten jedoch die dort heimische, viel kleinere Fischart, die wiederum den Grizzlies als Nahrung diente. Und da die großen Fische unerreichbar sind, weil sie in den tieferen Gewässern laichen, begannen die Grizzlies damit im Frühjahr nach der Winterruhe junge Wapitis zu jagen, mit der Folge, dass der Bestand der Wapitis dramatisch sank. Insofern versucht man heute, den von Menschen angerichteten Schaden wieder zu korrigieren, sodass das Netzwerk der Natur rund um den Yellowstone wieder funktioniert. Trotzdem, und das ist ganz wichtig zu betonen, und das bringt uns auch zu dem ersten Teil wieder zurück, ist es nicht das Ziel, ein statisches Bild der Natur, eine Art Idealzustand zu erhalten. Naturschutz ist, wie es auch im 1970 gegründeten Nationalpark Bayerischer Wald heißt, vor allem Prozessschutz. Das heißt, es gilt, die Kraft der Natur, sich zu regenerieren und ihre Möglichkeiten, ihr Potenzial weiterzuentwickeln, zu schützen. Das heißt, die Natur wird nicht als eine Art Garten angesehen, in dem sozusagen eben, wie gesagt, einmal nur das sein kann, was uns gefällt, zum anderen aber auch nicht eben ein statisches Bild bewahrt wird. Zum einen, der Prozess der Evolution kann nicht einfach zum Stillstand gebracht werden, sondern da ist eine Dynamik drin, die auch weitergehen soll. Das ist zum Beispiel in dem Nationalpark Olympics im Norden des Bundesstaats Washington ganz ausdrücklich betont, dass sozusagen eben das insofern ein Labor, also die Nationalparks auch ein Labor für den Prozess der Evolution sind. Das bedeutet auch, dass die Menschen der Natur Raum geben müssen. Und damit, wie sie wiederum im Bayerischen Wald heißt, Natur, Natur sein lassen können müssen, um Störungen wie regenerativen, aber auch evolutionären Prozessen Raum zu geben. Das bedeutet auch, dass auch wenn irgendwelche Dinge passieren, die jetzt nicht sozusagen vom Menschen erwünscht sind, man nicht gleich eingreift. Im Fall von Yellowstone wäre es sowieso illusorisch, das ist ein Supervulkan, sodass es immer wieder Veränderungen gibt aufgrund des unterschwelligen Vulkanismus. Die Landschaft also, wenn man nach ein paar Jahren wiederkommt, an einigen Punkten einfach anders geworden ist, Küstenlinien abgebrochen sind, irgendwo eine neue Quelle aufgetreten ist, irgendeine Straße unpassierbar geworden ist und so weiter. Aber es gilt auch für den durch Blitzschlag ausgelösten Brände. Das war auch in Yellowstone, wo 1989 durch Blitzschlag eben ein Brand ausgelöst wurde, der verheerend gewirkt hat. Und da Yellowstone so eine Art Nationalheiligtum für viele Amerikaner ist, war das regelrecht wirklich auch ein Schock, dass da plötzlich in einem Drittel des Parks nur verkohlte Bäume standen. Und es ist eines der ersten Experimente gewesen, wo man gesagt hat, gut, das ist ein Nationalpark, wir überlassen die Natur sich selbst. Wir haben die historischen Gebäude gerettet, aber jetzt muss der Wald und der Rest, die Pflanzen sich selbst regenerieren, die Tiere müssen zurückkehren. Und es ging sehr viel schneller, als man gedacht hat. 12 Jahre später, da waren wir da, 2002, waren die Bäumchen schon wieder sozusagen über unsere Köpfe hinausgewachsen. Und jetzt nochmal, 2015 war ich nochmal da, war sozusagen eigentlich schon wieder ein ganz anderes Landschaftsbild, obwohl immer noch sozusagen das Totholz in der Gegend rumsteht. Im Nationalpark Bayerischer Wald, der sich daran teilweise orientiert hat, war es der Borkenkäferbefall, der verschiedene Ursachen hatte. Zum einen waren Fichtenmonokulturen wegen der Waldwirtschaft angelegt worden, die Fichte gehört sowieso nicht in diese Bereiche, sondern eben eigentlich mehr in die kühlen oder ja, in die größeren Höhen des Mittelgebirges. Zum anderen eben war es, wie gesagt, eine Fichtenmonokultur. Und dann kamen noch mehrere trockene Sommer
Und das hat zu einer Borkenkäfervermehrung geführt, die eben vor allen Dingen die irgendwie schon angeschlagenen, geschwächten Fichten dann dezimiert haben. Und man sah wirklich in den ersten Jahren nur die toten Gerippe von Bäumen auf ganzen Berghängen. Das hat natürlich zu enormen auch Protesten geführt und Schock. Und der damalige Nationalparkdirektor hat dann gesagt, nein, wir lassen Natur Natur sein. Wir bilden eine Schutzzone, das ist klar, auch die Waldbesitzer, die davon leben, müssen sozusagen da geschützt werden vor diesem Wildnisgebiet. Aber wir überlassen die Natur sich selbst und es ist heute inzwischen wieder ein enorm vielfältiger, gesunder Mischwald entstanden, zu dem auch der Borkenkäfer gehört. Aber jetzt, wie gesagt, nur noch eingegrenzt in sozusagen einen gesunden Maß vorkommt, weil gleichzeitig die Tiere wieder zurückgekehrt sind, die von dem Borkenkäfer leben. Dazu gehören mehrere Spechtarten zum Beispiel, vor allen Dingen auch andere Vögel. Außerdem in einem Mischwald kann sich der Borkenkäfer gar nicht mehr so explosionsartig vermehren. Also es sind mehrere Gründe, wo man sagen kann, da ist wirklich diese kreative Dynamik der Natur, von der die Antike spricht, hat hier wirklich dazu geführt, dass eine enorme Biodiversität wieder entstanden ist. Und wenn man gelernt hat, diese Ästhetik zu sehen, die jetzt nicht die Ästhetik unseres Vorgartens ist, sondern wirklich eine wilde Natur, dann hat sich nicht nur eine neue Ordnung eingespielt, nicht nur ein zumindest für eine gewisse Zeit labiles Gleichgewicht durch ein Netzwerk von Beziehungen, sondern wie gesagt auch eine enorme Ästhetik wieder, der wirklich als Reichtum, so als Fülle, so in die Augen springt, dass man wirklich das Gefühl hat, es ist wiederum eben nicht nur ökologisch sinnvoll oder aus irgendwelchen Gründen ästhetisch sinnvoll, sondern es ist wirklich auch die ästhetische Dimension wieder da. Auch hier sozusagen der Gedanke, der Mensch ist ein Teil der Natur. Das kann man unter verschiedenen Perspektiven betrachten. Unter verhaltensbiologischer Perspektive beinhaltet die Überwindung einer ausschließlich an menschlichen Interessen orientierten Sicht, dass auch die Tiere nicht nur Objekte der Beobachtung und des Amüsements sind, sondern Subjekte mit eigenen Interessen. Und diese gilt es so weit wie möglich zu respektieren. Das heißt, es geht natürlich nicht überall in unseren Städten oder in vielen anderen Bereichen, muss ich auch den Bewegungsraum der Tiere einschränken. Aber bleiben wir jetzt nochmal bei der wilden Natur, wo eben die Tiere auch dazugehören. Und ich habe ja gerade auch schon gesagt, auch bei uns kehren Tiere zurück, die eben wirklich einfach da ihren Lebensraum finden, sich wohlfühlen. Und was aber vom Menschen fordert, dass sie sich eben in ihrem Verhalten auf die Bedürfnisse von andersartigen Lebewesen einstellen. Das heißt, aus der Anthropozentrik, aus der Zentrierung nur sozusagen auf die eigenen menschlichen Bedürfnisse heraustreten, sodass es zumindest eingeschränkt zu einer Begegnung durchaus auch kommen kann. Wie sehr dabei die in einem klassisch naturwissenschaftlichen Studium erworbene Einstellung der Objektivierung im Umgang mit Tieren überwunden werden muss, schildert schon in den 1960ern der Biologe Fali Movat in seinem Buch Never Cry Wolf. Ich weiß nicht, ob es ist auch mein Arte als Film gelaufen. Als Biologe wurde er in den Norden Kanadas geschickt, um die arktischen Wölfe zu studieren. Eindrucksvoll beschreibt er seine Verwirrung, als er plötzlich spürt, wie er selbst zum Objekt der Beobachtung wird, nämlich durch ein Wolfspaar. In seiner mehr als 6 Monate währenden Feldstudie lernt er die Wölfe als Lebewesen mit eigenen Ausdrucks- und Kommunikationsformen anzusehen. Und erst dadurch erschließen sich ihm ihre unterschiedlichen Verhaltensweisen, die sich in ihren Spielen, ihrem Liebes- und Familienleben und auch ihrem Jagdverhalten zeigen. Ähnlich berät schildert auch der amerikanische Literat Bill Bryson die völlig unerwartete Begegnung mit einem Elch auf dem Appalachian Trail im Nordosten der USA. Als ich so am Ufer kniete, spürte ich irgendetwas Merkwürdiges, das mich veranlasste, aufzustehen.
und durch das Gestrüpp am Ufer zu schauen. Aus dem dunklen Unterholz, knapp 5 Meter von mir entfernt, starrte mich mit hasserfülltem Blick ein Elch an. Mitten im Wald, einem wilden Tier, das größer ist als man selbst, von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen, ist eine außergewöhnliche Erfahrung. Man weiß natürlich, dass diese Tiere dort leben, aber man erwartet in keinem Moment tatsächlich einem zu begegnen und schon gar nicht eines aus so unmittelbarer Nähe zu sehen. Wir schauten uns minutenlang in die Augen, beide unsicher, wie wir uns verhalten sollten. Es lag etwas Abenteuerliches in dieser Begegnung, aber auch etwas Tiefgründiges und Elementares. Eine Art gegenseitige Anerkennung, die ein dauerhafter Blickkontakt mit sich bringt. Dann ein weiterer Aspekt, die Komplexität des Ökosystems, ist etwas, was sich nicht nur naturwissenschaftlich erklären lässt, sondern etwas, was auch als gut bewertet wird. Das heißt, sie ist nicht ethisch neutral, sondern sie soll erhalten werden. Sie ist ein Gut, das es zu bewahren gilt. Doch warum? Zum einen gilt es, die Natur zu bewahren, damit es auch in Zukunft noch Menschen auf diesem Planeten geben kann. Das ist sozusagen reiner Eigennutz. Nicht nur die Vielfalt der Lebewesen, die ohne Zweifel in einem Zoo am höchsten ist, sondern deren Vernetzung gilt es zu bewahren, wenn Ökosysteme für eine gewisse Zeit stabil sein sollen. Das ist mit dem Schutz der Biodiversität gemeint, der heute in aller Munde ist. Und das bedeutet, dass die Verarmung der Natur immer auch eine Verarmung des Menschen ist. Dabei ist weniger der Klimawandel als zahllose andere Eingriffe heute die Ursache dafür, dass eben das Artensterben dramatische Dimensionen angenommen hat. An erster Stelle die galoppierende Überbevölkerung, die dazu führt, wie es ja auch die UNO permanent vorrechnet, wie viel Fläche auf diesem Planeten können wir noch zur Nahrungsproduktion verwenden. Das ist rein sozusagen anthropozentrisch und utilitaristisch gedacht. Dann der hohe Einsatz von Pestiziden, Fungiziden und anderen Giftstoffen, die unter anderem Insekten töten und mit den Insekten auch die Lebensgrundlage von Vögeln vernichten. Monokulturen, in denen Vögel nicht mehr nisten können oder kleinere Lebewesen keine Möglichkeit mehr haben, sich Nachkommen nach sich zu ziehen. Und dazu gehören nicht nur die Weizen und Getreide, sondern auch die im Namen der Energiewende angelegten Maisfelder, Rapsfelder, Solarfelder, die als Teilversiegelung gelten und auch viele Windräder, wo für mich unbegreiflich eben keine Büsche und Pflanzen drumherum gesät werden, sondern wo oft auch nur gemähter Rasen ist. Und dass durch Windräder zahllose Vögel erschlagen werden, die teilweise mit viel Mühe und Idealismus in ihrem Lebensraum wieder angesiedelt wurden. In einem Tierpark in Altenfelden haben sie die Bartgeier, die in den Pyrenäen wieder angesiedelt worden sind, wie gesagt, oft nach jahrelanger Aufzucht und Beobachtung und allem. Und da werden jedes Jahr durch Windkraftanlagen jetzt mehrere hundert wieder erschlagen. Das heißt, auch das ist sozusagen eine Vernichtung der Artenvielfalt und damit sozusagen auch dessen, wie das der Biologe Edward Wilson sagt, was verloren geht, was irreversibel verloren ist, wenn eine Art erstmal ausstirbt. Holzhäckselheizungen und Biogasanlagen sind die Ursache dafür, dass derzeit die Wälder leergeräumt werden, wie seit Jahrhunderten nicht mehr, und Böschungen und Hecken abrasiert werden. Blei und andere Schwermetalle, Cadmium und Lithium in Solarpanelen und in zahllosen Batterien für E-Mobilität sowie Algizide an isolierten Häusern verseuchen das Wasser von Flüssen, wenn sie ausgewaschen werden, und zerstören den Lebensraum von Wasserlebewesen. Das hat man zum Beispiel an der Havel festgestellt, die durch Berlin fließt, dass sozusagen, wenn sie nach Berlin reinfließt, das Wasser noch relativ gut ist, wenn es rausfließt, enorm mit Algiziden belastet ist durch die Isolation der Häuser, die dann grün werden und dann mit Algiziden bestrichen werden. Und dann wird das durch das Wasser rausgewaschen, durch Regenwasser rausgewaschen und landet in den Flüssen.
Das dadurch beförderte Artensterben geht, wie Wilson gesagt hat, in die Schäden, bedeutet Schäden, die in die Jahrmillionen gehen. Ein vierter Aspekt, anders als derzeit in Europa, wo Ängste und der Appell an ethische Pflichten gegenüber kommenden Generationen die Hauptmotive für den Naturschutz bilden, wird wiederum nochmal in den USA stärker mit zwei anderen Motiven argumentiert, die ich schon erwähnt hatte, mit ästhetischen und spirituellen. Betrachten wir die ästhetische Wirkung der wilden Natur, die zahllose Menschen in ihren Bann schlägt, deshalb etwas genauer. Es handelt sich um eine Schönheit, die nicht von Menschen und für diese gemacht wurde und die insofern auch keine menschlichen Ideen oder Vorstellungen ausdrückt. Beruht sie deshalb trotzdem nur auf subjektivem Erleben? Das wäre das moderne Konzept von Kunst, dass sozusagen alles nur im Auge des Betrachters liegt. Oder hat sie eine objektive Grundlage, so wie wir es eben bei Plotin oder in der antiken Vorstellung gehört haben, die deshalb auch von sehr unterschiedlichen Individuen empfunden wird? An vielen Stellen wirkt das Zusammenspiel von Felsformationen, Teichen, Bächen oder Wiesen wie ein Zen-Garten. Beim Zen-Garten handelt es sich um eine Ästhetik, die weltweit zahllose Menschen jenseits kultureller Differenzen unmittelbar anspricht. Um die Ästhetik der wilden Natur und ihre Wirkung besser zu verstehen, möchte ich daher einen kleinen Exkurs machen. Was macht eigentlich einen Zen-Garten aus? Wie entsteht er und was drückt sich in ihm aus? Bei einem Zen-Garten handelt es sich um ein Arrangement, bei dem alle Teile so wirken, als ob sie sich mit innerer Notwendigkeit genau an dem Ort befinden, wo sie hingehören. Und sie nehmen genau den Raum ein, der es ihnen ermöglicht, sich so zu präsentieren, dass ihre eigene Gestalt optimal zum Ausdruck kommt. Alle Teile sind so zusammengefügt, dass ein Ganzes entsteht. Man könnte nicht den kleinsten Teil herausnehmen oder seine Position oder Größe verändern, ohne die Gesamtwirkung zu verändern oder zu zerstören. Alle Elemente des Gartens, obgleich klar unterscheidbar, gehören zusammen. Gusti Herigl, die in Japan die Kunst des Blumenweges erlernte, schreibt: Für den Japaner bedeutet alles Leben eine ununterbrochene Einheit, aus gemeinsamer Wurzel stammend. Wenn er auch Pflanze vom Tier und beide vom Menschen unterscheidet, so glaubt er doch nicht an die Begrenzung von Wertunterschieden. Es könnte sein, dass eine Blume oder ein Blütenzweig die Gestalt des Lebens reiner widerspiegelt als irgendein Mensch. Wer also glaubt, es genüge zur Erlernung der Blumenkunst, sich Blumen gegenüber als feinfühlig, Tieren gegenüber einigermaßen verträglich und umgänglich zu erweisen, ist ebenso schlecht beraten wie der, welcher alle Betonung auf den Umgang mit Menschen legt, Blumen und Tiere dagegen als mehr oder weniger willkommene Begleiterscheinung, als nur auch daseinend ansieht. Nach seiner Meinung könnten diese sogar fehlen, ohne dass der Bereich des menschlichen Daseins irgendwelche Einbuße erlitte. Blumen als wohltuend empfundener Schmuck, Tiere im Zoo, diese gelegentlichen Begegnungen genügen ihm, der so viel Wichtigeres zu tun hat. In Wirklichkeit aber ist die Beobachtung von Blumen ebenso wichtig wie die des Lebens und seiner Fülle überhaupt. Der Kontakt im Umgang mit Menschen und Tieren ebenso wichtig wie der mit Blumen. Einen Zen-Garten anzulegen, gleicht daher nicht der planenden Gestalten eines Landschaftsarchitekten. Er entsteht nicht durch das sorgfältige Abwägen unterschiedlicher Interessen und Ideen, die es bei der Gestaltung zu berücksichtigen gilt. Der Künstler sieht sich nicht als jemanden, der seine Absichten den Dingen aufprägt, indem er sie nach seinen Zielen aufgrund seines Willens und aufgrund des Strebens nach Originalität arrangiert. Er versteht sich auch nicht als jemanden, der durch schöpferische Genialität hervorstecht oder von den Mächten des unbewussten oder äußeren Reizen getrieben wird. Nur indem er sich selbst losgelassen hat,
wird er fähig, aus einem tieferen Grund zu schaffen. Der Mensch ist weder ein absichtsvoll Handelnder noch ein Getriebener. Nur aus der Coincidentia Oppositorum, dem in Einsfall der Gegensätze von Aktion und Passion, wird ein Werk geboren. Nur indem der Künstler in seiner eigenen Mitte ruht, erschließt sich ihm auch das zu gestaltende Objekt in seiner Tiefenstruktur. Das, was dargestellt wird, wird nicht vom Menschen erzeugt, sondern es kann nur von ihm künstlerisch in unterschiedlichen Medien zum Ausdruck gebracht werden. Um dies zu leisten, muss der Künstler von sich selbst absehen und auf die Dinge hören. Andernfalls steht er sich selbst im Weg. Er schafft daher weder aus der Gegenüberstellung zum Objekt noch aus der Identifikation mit ihm, sondern aus der Teilhabe an ihm. Und das fordert eine jahrzehntelange oder oft sogar lebenslange Einübung. Durch vollkommene Präsenz wird der Zen-Meister zu einer Art Geburtshelfer, der in immer wieder neuen Medien die Einheit allen Lebens sichtbar macht, die gewöhnlich verborgen bleibt. Er wird zu einer Vermittlung zwischen einer unsichtbaren Ordnung und der sinnlich wahrnehmbaren. Indem Steine oder Pflanzen arrangiert werden, wird diese unsichtbare Ordnung in einem winzigen, ausgewählten Ausschnitt der Wirklichkeit erkennbar. Ein Zen-Garten vermittelt daher dem Betrachter das Gefühl, für einen Augenblick einen Einblick in die Ordnung der Dinge zu gewinnen. Diese ist vollkommen und daher schön. Und daher wirkt sie auch auf den Betrachter anziehend. Ebenso wenig wie der Künstler darf freilich auch der Betrachter in sich gefangen sein. Auch er muss in seiner Mitte ruhen, um empfänglich für die Aussage des Zen-Gartens zu sein. Dann freilich entsteht das Gespür für etwas, das menschliches Planen ebenso übersteigt wie rationale Begriffe. Der Garten erscheint dem Betrachter nicht wie irgendein künstlerisches Objekt, das er bewundert und mit wissenschaftlicher Distanz begutachtet. Die sich in ihm manifestierende Ordnung geht ihn selbst unmittelbar an, weil sie ihn trägt. Er steht ihr nicht gegenüber, sondern partizipiert an ihr. Deshalb kann sie sich auch nur einer Einstellung offenbaren, die eben auf Teilhabe und nicht auf Objektivierung beruht. Kommen wir zur Ästhetik der wilden Natur zurück. Wie kommt es, dass sie in frappierender Weise, zumindest immer wieder an ausgewählten Stellen, der Ästhetik eines Zen-Gartens gleicht, obgleich es keinen Zen-Meister gibt, der sie angelegt hat? Und wie kommt es, dass sich diese Flecken nicht nur hier und da vereinzelt und scheinbar zufällig finden, sondern wieder und wieder? Und dass diese Ästhetik zudem noch von zahllosen Menschen so wahrgenommen wird. Naturwissenschaftlich betrachtet könnte das ganze Arrangement von Steinen, Felsbrocken, Wasserläufen, Seen, Gräsern und Blumen auf der schlichten Verbindung von Naturgesetzen mit zufälligen Ereignissen beruhen. Ein Stein könnte in diesem Teich liegen, weil er bei starkem Frost von einer Felswand abgesprengt wurde und an diesem Punkt einfach nicht mehr genügend kinetische Energie hatte, um weiterzurollen. Ein Grasbüschel wächst zufällig neben ihm, weil der Wind seinen Samen hierhin trug und die notwendigen Bedingungen für sein Wachstum gegeben waren. Rund um den Stein und den Grasbüschel hat sich ein kleiner Teich gebildet, weil die geologischen Formationen vor vielen Jahrhunderttausenden eine Gesteinsschicht hinterlassen haben, die leichter erodiert als das umliegende Gelände und damit tiefer ausgehöhlt wurde, sodass sich Wasser ansammeln kann. Auch die Wirkung des Sonnenlichts, das den Grashalm zum Leuchten bringt und sich im Wasser bricht, verdankt sich der chemischen Zusammensetzung der Biosphäre und der Sonne. Alle Details können sich also rein kausal erklären lassen und ihre Harmonie würde lediglich durch das zufällige Zusammentreffen mehrerer voneinander unabhängiger Kausalreihen entstehen. Dennoch wirkt das Arrangement so, als ob alles zusammenpasst, als ob die Teile sinnvoll zusammengefügt worden wären,
als ob alles also so sein sollte. Wie bei einem Zen-Garten könnte man keinen Teil wegnehmen, ohne die Wirkung des Ganzen grundlegend zu verändern. Die Schönheit der wilden Natur beruht daher weder auf dem planenden Willen von Menschen, noch lässt sie sich auf ein rein subjektives Erleben einzelner Individuen beschränken. Dass Schönheit aus dem Zusammenspiel einer Vielzahl einzelner Elemente entsteht, ist ein Strukturmerkmal der von Menschen unberührten Natur. Es ermöglicht seinerseits das menschliche Überleben und ein in sinnlicher und emotionaler Hinsicht reiches Leben. Und doch ist diese Vollkommenheit genauso wenig wie beim Zen-Garten statisch. In der Natur vollzieht sich ein ständiges Werden und Vergehen. Berge werden gebildet und durch Erosion wieder abgetragen. Und genau in diesem Prozess entsteht immer wieder eine vollkommene Ordnung mit neuen Elementen an anderen Orten und zu anderen Zeiten. Dass so unterschiedliche Elemente sich immer wieder zusammenfügen, ist für John Muir Ausdruck des Wirkens der göttlichen Schöpferkraft. Sie manifestiert sich in den sinnlichen Erscheinungen und ist damit der Natur innewohnend. Dadurch wird die Natur ihrerseits zu einer, mit Karl Jaspers gesprochen, Chiffre der Transzendenz. In diesem Sinne schreibt Muir: Keine der Landschaften der Sierra, die ich jemals gesehen habe, enthält etwas wirklich Langweiliges oder Totes oder irgendeine Spur von dem, was in Fabriken als wertlos und Abfall bezeichnet wird. Wenn wir versuchen, irgendetwas herauszunehmen, dann finden wir es mit allem anderen im Universum verbunden. Je weiter und höher wir kommen, desto mehr erscheint die Natur als eine Dichterin, als ein begeistert Schaffender. Die Berge sind Quellen, uranfängliche Orte, die mit Ursprüngen verbunden sind, die den sterblichen Gesichtskreis überschreiten. Die menschliche Vernunft setzt zwar Zwecke und Weltziele, sie kann die Gesetze der Natur und der Kunst erkennen und dadurch auch kreativ werden und vorbildlos Neues schaffen. Und doch ist alles, was die menschliche Vernunft arrangieren kann, begrenzt. Es bleibt Stückwerk. Betrachtet man dagegen die Natur in ihrer Komplexität, dann, so Muir, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese nicht nur durch das Zusammenwirken von Zufall und Naturgesetzen erklärt werden kann, sondern dass sich in ihr eine gestaltende Kraft manifestiert. Ich zitiere nochmal Muir: Alle Gletscherwesen sind schön, aber nur wenige sind so vollkommen wie diese. Mit ihr verglichen sind die am besten geebneten, befeuchteten, geschnittenen, künstlichen Rasenflächen von Vergnügungsstätten grobe Dinge. Es ist hier so ruhig und abgeschieden und doch offen zum Universum und in Gemeinschaft mit allem Guten. Die Natur ist hier die eigentliche Lehrmeisterin künstlicher Erzeugnisse, nicht umgekehrt. Ars imitatur naturam, die Kunst solle die Natur nachahmen, war auch das Leitmotiv der Architektur der Kathedralen, das heißt der mittelalterlichen Kunst. Doch Muir geht noch einen Schritt weiter. Der Prozess der Evolution beginnt bereits im Anorganischen. Aus ihm konnte ein Wesen hervorgehen, das Geist hat und selbst Zwecke setzen kann. Die Natur, aus der der menschliche Geist hervorgegangen ist, hatte offenbar das Potenzial, ihn zu erzeugen. Sie kann daher nicht nur das ganz andere, Fremde sein, nicht nur tote, rein physikalisch zu beschreibende Materie, aus der der Mensch mit seinem nach Sinn suchenden Geist übergangslos aufgetaucht ist. Dann aber ist der Mensch auch nicht, wie Pascal, Heidegger und Sartre glaubten, in eine völlig sinnleere Natur hineingeworfen. Er kann das Potenzial zu dem, was ihn als geistiges Wesen möglich gemacht hat, schon in der unbelebten Natur erkennen. Dadurch kann sich der Mensch nicht nur geistig, sondern auch in seiner leiblichen Konstitution wieder in ihr beheimatet fühlen. Sinn und Wert, die nicht nur auf menschlichen Setzungen beruhen, überdauern die Endlichkeit des menschlichen Lebens.
Und damit wird wiederum die Frage nach einem die Welt in ihrem Werden tragenden Grund unabweisbar. Obwohl die Gottheit nicht zum Ausgangspunkt der Argumentation gemacht wird, wie in der Antike und im Mittelalter, öffnet sich so doch der Blick wieder für ein transzendentes Sein. Noch einmal mit Muir gesprochen, jede verborgene Zelle pulsiert mit Musik und Leben. Jede Faser ist durchdringend wie die Saiten einer Harfe. Kein Wunder, dass die Hügel und Wälder die ersten Tempel Gottes waren. Und je mehr diese abgeholzt und in Kathedralen und Kirchen gehauen werden, desto entfernter und schwächer erscheint der Herr selbst. Doch trotz der Spur des Göttlichen in der Welt ist diese nicht vollkommen, also die Welt. Es gibt Naturkatastrophen, Chaos, Unordnung und Kampf. Arten sterben aus, auch ohne menschliches Zutun. Von Wesen, die Schmerz und Leid empfinden und zudem noch davon wissen wie Menschen, werden diese Einflüsse als Leid erlebt. Insofern gehört Leid untrennbar zur Endlichkeit des Daseins. Als Übel, nicht als moralisch Böses, ist es ein integraler Teil der Welt. Doch Veränderung ist wiederum die Voraussetzung, damit Neues entstehen kann. Insofern sah Muir sogar in den chaotischen Kräften der Natur, in Stürmen, in Erdbeben, eine ordnende Macht. Unmittelbar nach einem schweren Erdbeben, das er in Yosemite Valley erlebte, schrieb er: Stürme aller Art, Stürzbäche, Erdbeben, Sintfluten, Erschütterungen der Natur und so weiter, wie mysteriös und gesetzlos sie auf den ersten Blick erscheinen, sind nur harmonische Noten im Gesang der Schöpfung. Zusammenfassend kann man sagen, die Ordnung der Natur lässt sich, das ist auch meine Überzeugung, nicht rein naturwissenschaftlich verstehen. Sie wird gebildet aus dem Zusammenwirken von Kräften, die verschiedene Ursachen haben. Zu ihnen gehören zweifellos kausalmechanische wirkende Ursachen, funktionale Ursachen, genauso wie menschliche Zwecke, die einem kulturellen Kontext entstammen. In ihrer Schönheit erscheint die Natur aber auch als Ausdruck einer die Menschen weit übersteigenden Vernunft. Insofern ist die Natur nicht das andere der Vernunft, sondern eine bestimmte Form des Ausdrucks von Vernunft. Und eine kontemplative Form der Naturbetrachtung, die die Antike zugrunde gelegt hat und die für die heute in bestimmten geschützten Arealen der Natur auch wieder Raum gegeben wird, kann deshalb zum Anstoß werden, auch wieder nach dem Ursprung der Welt zu fragen. Und sie kann eine ethische Wirkung hervorrufen, wie es Simplicius betont hatte, weil sich der Mensch seiner Stellung im Kosmos bewusst wird und lernt, die Bedeutung der Dinge in einem größeren Rahmen zu betrachten. Dieses veränderte Naturverständnis ist dann auch ein Element in der Überwindung des von Hans Jonas diagnostizierten Nihilismus. Diese Überzeugung verbindet Albert Einstein, der trotz aller Erfolge der Physik das Staunen über die Ordnung der Natur nicht verlernt hat, mit eben dem schon zitierten amerikanischen Naturalisten John Muir. Für beide wird die Naturbetrachtung zu einem Weg zur Freiheit von sozialen Zwängen und zu innerem Frieden. Sieht man in der Natur eine Spur des Göttlichen, dann kann man mit Muir sagen, in die Wildnis zu gehen heißt, nach Hause zu kommen. Dankeschön.